Ja, keine Ahnung. Wie habe ich das gerade gesagt, ey? Ja, zu dem Spiel. Deswegen, das zu dem Video gerade habe ich gesprochen, aber das hat man leider nicht gehört, weil mein Mic aus war. Warum ich damals bei Division weg bin, ja, guckt mal, wie es jetzt ist. Also das gehört doch nicht hierher ins PvP. Glaskanone, Skill, der dich sofort wegmacht, ja. Mit One-Shot, ja. Keine Ahnung, hier, wenn du eins deckst, zum Beispiel, das Spiel ist so scheiße skaliert, wenn du eins deckst, dann sollte eine halbe Sekunde, sollte der kurz an einer Stelle gesteckt sein mit dem Elektro, ja, und in der Zeit kann man Schaden auf den machen, ja, aber nur eine halbe Sekunde, ja, und nicht, dass das so einen Schaden macht, dass das komplett deine ganze Energie wegnimmt, ne? Das ist ein Digger, was, und noch 20 Sekunden gescannt, weißt du so, was ich meine, du musst dein Set wechseln extra dafür, und das macht das ja das ganze Spiel kaputt. Und Waffen, die du aufladen kannst mit 70 Schuss, Alter, wo eine Kugel dich schon die ganze Zeit 5-6 Sekunden an einer Stelle steckt. Weißt du, weil da ist doch kein Können mehr. Weißt du, ich spiele Spiele, die richtig gemacht sind. Zum Beispiel Sandstorm, wo es auf Können ankommt. Ja, auf Call of Duty und sowas. Ja, da kommt es auf Movement an, auf Können, auf Treffer können und alles. Das sollte ja auch so sein. Du solltest hier weiter dein Movement machen können beim Spielen. Du kannst dich ja gar nicht bewegen, weißt du, die ganze Zeit. Was soll das denn sein für eine Spielerweiterung im PvP? Das hat doch hier überhaupt gar nichts verloren, gar nichts. Und schon gar nicht Glaskanone. Ja, und wie gesagt, Skill, der dich wegmacht und dass die Sachen dich so lange stacken. Das Spiel ist so scheiß skaliert, deswegen bin ich weg. Nur deswegen. Ja, weil das total, ja, auf Harry Potter-Style aufgebaut ist. Wie soll ich sagen, ey? Das ist doch kein Ego-Shooter, kein Taktik-Ego-Shooter mehr. Hier kannst du auch gar nicht mehr, alleine rumlaufen in der Dark Zone, weißt du? Ja, ich weiß es nicht, ey. Guck mal, ich mach so alleine, mache ich 4 Mann weg, weißt du? So richtige Spieler, weißt du? Für richtige Spieler ist das Spiel nichts mehr. Weißt du, da kommt es nichts mehr auf Können an. Da, was ist das für ein Können, wenn einer die ganze Zeit, sag mir ehrlich, auf einer Stelle nur festbackt und nicht, sich nicht wehren kann? Ja, was ist das? Das dürfte gar nicht passieren, ja? Mit dem Set dürftest du einen stacken und höchstens dann so Bonus gesteckt, wenn das Set voll drauf aufgebaut ist, auf 3-4 Sekunden, ja. Aber dann hast du so viel in deinen Klamotten, dass du auch nicht mehr Damage machst und dass du es von dir selber nicht mehr als One-on-One schaffst, den runterzuholen. Aber hier kannst du ja Full Damage nehmen und alles und kannst ihn ja direkt 2 Kugeln danach, kannst ihn ja downen, weißt du? Das ist so scheiße skaliert, das ist ehrlich, ey. Also wenn die richtig Ahnung hier auf dem PvP haben, ich wette um alles, ehrlich, dass die selber das Spiel nicht PvP spielen, noch nie gespielt haben. Also, das ist wirklich, ey, aufgebaut, das ist zum Heulen, ey, weißt du, da hole ich, da spiele ich da lieber Spiele, wie er sagt, One-Shot, ja, weil die gerne einlegen, ganz easy so, weißt du. Ja, das kommt von den Leuten, ich sage lieber nichts, ja, okay, ist aber so, ja. Für richtige Spieler hat das hier keine Challenge mehr, das Spiel. Hm? Solange sich das nicht ändert, das ist so. Also ein 4-Mann-Team gegen 4 andere, das hat ja letztens richtig Bock gemacht, war ja Bombe. Also so klappt das ja noch irgendwie, weißt du? Aber so im One-on-One, so wenn du hier alleine rumläufst und da haben die alles kaputt gemacht mit den Waffen, ey. Das Set ist absolut hier nicht rein, so wie die anderen Sachen. Ich will gar nicht so easy einlegen können, weißt du? So, dass er gar keine Chance hat. Und dann kommen auch noch nur wie neue Spieler hier rein. Denken, die geben denen das jetzt und die legen die guten Spieler. Die guten Spieler können doch selber so ein Set bauen, Alter. Meinst du, wie dumm ist das denn, Alter? Ohne Scheiß, die Argumentation. Spieler, die keine Ahnung von dem Spiel haben, die haben gar keine Chance gegen so Spieler wie uns. Die haben null, Alter. Null. Damit die auch die guten Spieler legen. Das ist genau andersrum, ey. Ich hoffe, was träumt ihr nachts? Digga, ich mache jeden Tag Solo-Männer, ey. Ja, könnt ihr gucken auf YouTube. Andreas Goffron. Ja, das ist eine Scheiße. Echt. So lächerlich, Mann. Ja, yeah.
Schild rein, Alter. Einschüchtern, dass das wieder läuft alles, ey. Dass das Schild nicht kaputt geht und so, weil wenn das hochgelevelt ist und so. Und dass den das nicht stackt. So Sachen, weißt du, die alles auf Waffen, Waffen können rausgehen. Waffen können sich ein bisschen bewegen, dass du mit dem Spiel nicht nur so dastehen musst. So. Hier ist Köln gar nicht mehr gefragt. Das war vor ein paar Monaten oder so noch anders. Ey. Komm, ja. Das, ach, ich weiß nicht. Die Dark Zone wird verlassen.